Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Wunderschönen guten Morgen, guten Tag. Auf in diesen jenen Wellchen, der Tag nach dem Vollmond. Ja, wie war es denn so für euch? Was konnte sich vollenden? Und ja, jetzt würde ich mal sagen, kann sich die Energie wieder so ein bisschen entspannen. Manche reagieren ja sehr intensiv auf den Mond. Das hat ja alles seine Gründe, denn es geht ja in unserem in unserem ganzen Sein immer um Zyklen und um das Werden, das Sein und das Wiedervergehen, um wieder neu zu werden. Ne? Du bist schon. Ja, also wir gehen mit dem Mond und jetzt nimm doch wieder ab. Wobei man so zwei Tage vorher natürlich, bevor der Mond voll ist, den Mond sehr extrem spürt und das halt auch noch so bis zwei Tage nach Vollmond nach. Ne? Ja, und da sind wir jetzt in einer ganz neuen Energie und schauen mal, welche Grundenergie fürs Kollektiv, für unser Kollektiv, ja, heute zur Verfügung steht. Ich nehme jetzt heute mal den Mura-Tarot, die Engel und Ahnen und das Gilded Reverie Le Nomant. So, jawohl, jawohl. Ja, oh, ihr werdet euch freuen. Ihr werdet euch sowas von freuen. Ja, oh, heute geht es um Träume und Visionen und um Illusionen, um Beobachten und um aufeinander zugehen und den Kelch reichen. Also passt auf, zuerst ist rausgefallen die 7 der Kelche. Das ist ja so eine Karte der Träumereien und es gilt ja bei der 7 der Kelche immer zu erkennen, baue ich mir hier ein wunderschönes Luftschloss, so wie im Märchen. Oder es ist eine Vision, die mir vorschwebt. Alles, was ist, entsteht ja immer vom Geist in die Materie. Alles, was wir auch hier in Händen halten, zum Beispiel auch dieses Kartendeck hier, begann ja mit einer Idee. Und das wurde dann in die Tat umgesetzt und irgendwann war es greifbar, so wie dieses Kartendeck hier. Ne? Und bei der Kelch 7 geht es immer darum, zu erschaffen, Visionen zu haben und sie werden zu lassen. Und man muss eben ganz klar unterscheiden, weil manchmal, also das kann auch so ein Irrweg sein, ne? Dass man sich in etwas verrennt, was aber, ja, oder das kann auch so das Hinterherhecheln hinter einer Fata Morgana sein. Also einer Fata Morgana hinterherhecheln. Aber ich sehe das hier sehr als beobachtende Energie. Heute kann es für dich wichtig sein, eine Situation abzuschätzen, sie erstmal gut zu beobachten, zu unterscheiden, was ist das hier, was vor mir liegt, weil die 9 der Stäbe beobachtet. Was liegt hier vor mir? Ist es ein Luftschloss, so wie ein Märchen, oder ist es etwas, was tatsächlich vom Geistigen ins Irdische kommen kann? Das ist etwas, also das ist eine Frage, die kannst nur du dir selbst beantworten, das ist hiermit dein Auftrag. Mit der 9 der Stäbe bist du auch schon so ein Stück weit deinen Weg gegangen. Du hast schon viele Erfahrungen gemacht, hast in der Situation, auf die du jetzt auch schaust, das kann sich auch auf Alltagssituationen beziehen, auf dein ganzes Leben kann sich's beziehen, schon viele Erfahrungen gesammelt und das ist gut so. Das ist nämlich unsere Lebensreise. Du hast halt auch schon gelebt. Gelebt, geliebt und gelitten, muss man ja schon fast sagen. Und bist hier so ein bisschen in der Komfortzone, weil du vielleicht genau diese Kelch 7 schon kennst. Da hast du dich vielleicht schon mal drauf eingelassen und hast dann festgestellt, das war so der silbrig schillernde Pfad ins Land der Träumereien. Aber vielleicht ist da ja doch noch was möglich. Es gibt ja immer das Mögliche und das Unmögliche. Und es gibt ja auch immer den Weg dazwischen, zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen. Also es gibt auch immer Kompromisse. Es gilt heute vielleicht auch, einen Kompromiss zu finden. Das fließt gerade alles so durch mich durch, ja? Und du wägst hier ganz einfach ab, weil du hast schon einige Beulen in der Rüstung. Was könnte hier der Kompromiss sein? Das liegt ja so hinter dir. Also es ist die Kraft, die dir im Rücken liegt und du schaust nach vorne. Das ist die Erfahrung, die du gemacht hast. Du hast schon viele Erfahrungen gemacht mit Illusionen und Visionen und hast auch schon viel in dieser Richtung
ja, durchlebt, durchliebt, durchlitten. Es geht ja bei den Kelchen auch meistens um Gefühle. Das sind Dinge, die dir am Herzen liegen. Was konntest du dir schon erfüllen? Was nicht? Ne? In der Liebe, in Herzensangelegenheiten, im Zwischenmenschlichen. Und heute beobachtest du, du beobachtest nämlich ganz genau, weil hier kommt was auf dich zu. Vielmehr, hier kommt wer auf dich zu. Ich greife die Tagesenergie von gestern auf. Wir haben ja im Moment Energien, die in die Aktion gehen. Es geht ja im Moment in den Tagesenergien ums Aufeinanderzugehen. Bei vielen wird das nicht am Tag eintreffen. Aber die Wiederholung der Karten zeigt mir ganz einfach, dass diese Energie im Äther hängt. Äther bedeutet Raum. Diese Energie umgibt uns. Und hier kommt tatsächlich immer noch jemand auf dich zu. Kann sein, dass der gestern schon gestartet ist und vorgestern und vorvorgestern. Und hier bewegt sich eine Energie auf dich zu und hat dir was zu geben, reicht dir einen Kelch. Und für dich gilt jetzt zu klären, will ich haben, was da drin ist? Weil das sind hier verschiedene Möglichkeiten. Reicht er mir eine Illusion, ein wunderschönes Luftschloss, oder reicht er mir etwas, was absolut umsetzbar ist, was vom Geist in die Materie kommen möchte? Was gibt er mir denn da? Oder sagst du, den Reiter will ich nicht, aber den Gaul nehme ich, ne? Weil es ist ein wunderschönes Pferd, wie ihr seht. Und das ist auch sehr geduldig, weil es ist ja hier ein sehr gewertschätztes Tier. Das heißt, der drauf sitzt, der kann schon auch die Dinge schätzen. Also wobei ich jetzt nicht das Pferd als Ding bezeichne, sondern ich lege das Pferd auf das gesamte Leben um. Er weiß, die Dinge zu schätzen, und wenn er etwas schätzt, dann ehrt er es auch. So auch das Pferd, ne? Und das ist hier schon auch jemand, der ein Herz hat und der auch zeigt, wenn ihm etwas was bedeutet. Was hat er dir zu geben? Es geht vielmehr darum, ist es für dich realistisch? Bei mir kommt rein, es geht nicht darum, ob es für diese Person realistisch ist. Diese Person, die tut das, was sie tut, aus dem Herzen heraus, so wie sie dieses Pferd ehrt. Aber es ist das, was du willst. Es geht hier ganz allein um dich. Diese Person kann ein Mensch in deinem Leben sein, ein Mensch deines Herzens. Es kann aber auch jemand sein. Jemand Neues kann es auch sein. Ja? Was kommt da auf dich zu? Wer kommt da auf dich zu? Und will ich das, was er mir da gibt, haben? Weil ich habe hier schon Erfahrungen gesammelt. Nicht in jedem Kelch, der mir bisher gereicht wurde, war das drin, was ich haben wollte. Jesus, nee. Also ich glaube, jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht. So, wollen wir mal schauen, was die Engel und Ahnen dazu reingeben. Ich will jetzt wissen, was in dem Kelch ist. Dir wird ein Kelch gereicht. Jemand oder auch etwas kommt auf dich zu. Dir wird ein Kelch gereicht. Was ist da drin? So, Ältester, lass die Muster der Vorfahren hinter dir. Der hier auf dich zukommt, der durchbricht oder unterbricht eine Ahnenkette. Der ist in einem wichtigen Auftrag unterwegs, weil, nee, jetzt kommt es ja noch deutlicher, er ist ein wichtiger, mir fehlt gerade das Wort, ich nenne es mal Faktor in deinem Leben, dass du eine Ahnenkette durchbrechen kannst. Oder eben ihr gemeinsam. Ihr beide könnt das, ihr habt einen Auftrag. Der da auf dich zukommt, der kann natürlich auch weiblich sein, der hat hier eine Lösung für dich im Kelch. Weil es kann sein, dass euch ein Ahnenthema verbindet. Und ihr habt die Ehre, dieses Ahnenthema aufzulösen, damit die nachfolgenden Generationen die Bahn frei haben. Ich hoffe, ich konnte es erklären. Ältester, lass die Muster der Vorfahren hinter dir. Es gilt hier ein altes, wiederkehrendes Muster, was sich schon durch viele Generationen zieht, zu durchbrechen. Das heißt, indem hier diese Person oder Situation, wir sind immer Allgemeinlegung, auf dich zukommt, kannst du etwas auflösen und etwas befreien, was seit vielen Generationen wie eine Perlenkette fortgeführt wird. Das ist ja mal der Hammer. Also es ist wichtig. Ja? Von daher hilft es dir vielleicht auch, hier in die Vision zu gehen, ja?
Und auch wirklich mit der 9 der Stäbe hast du ja auch schon vieles geheilt, in deine Kraft zu gehen und ins Vertrauen. Ja, weil die 9 der Stäbe, die hat ja auch so ein bisschen Schiss, die hat ja auch Angst, dass sie wieder verletzt wird. Also im Endeffekt darfst du diese Angst loslassen, weil an dieser Situation, die dich erwartet, kannst du wachsen. Dann haben wir den Mond, steht ja auch für Erfolg. Dann haben wir die Hauptperson, die schaut auf den Mond. Jemand bringt dir Erfolg und hat tiefe Gefühle für dich. Für die, die auf die Liebe schauen. Ansonsten ist es Erfolgsversprechen. Das Haus. Jemand ist stabil, ist in seiner Basis und ist auch bei sich, weil das Haus auch für den Körper steht. Den Brunnen. Da geht es um Wunscherfüllung und Vertiefung. Und du. So, das ist ja mal spannend. Und zwar schaut ihr euch genau an. Ich zeige euch das. Du schaust auf den Brunnen, so sind die rausgefallen. Das ist so die Reihenfolge. Und das lesen wir jetzt mal von der einen in die andere Richtung. Ne? Schaut da. Jemand, also hier kommt ja ein Kelchritter auf dich zu. Das könnte die männliche Hauptperson sein. Schaut auf den Mond. Möglicherweise hat dieser Mensch tiefe Gefühle für dich. Wenn du nicht auf die Liebe schaust, schaut er auf den Erfolg, auf Ruhm, Ehre und Anerkennung. Das heißt, dieser Mensch bringt dir was Gutes. Es geht hier um Stabilität in eurer Verbindung und um die Erfüllung von Wünschen, wo du drauf schaust. Du wartest vielleicht auch schon sehnsüchtig, dass diese Person auf dich zukommt und sie kommt. Und zwar ist sie in ihrer Kraft, in ihrer Stabilität und das, was sie bringt, ist ein Fundament. Also für dich können hier Wünsche wahr werden und du beobachtest hier eine Situation mit der Stab 9 schon länger, bist halt so ein bisschen skeptisch, hast ein bisschen Schiss, dich zu verrennen, aber die Lenny-Karten verraten uns, wenn hier jemand oder etwas, leg ihn auch auf etwas, weil wir sind in der Tagesenergie, auf dich zukommt, ist das erfolgversprechend, stabil und wenn es eine Person ist, ja, wo dein Herz ganz einfach ist, der hat tiefe Gefühle für dich, er oder sie eben. Und hier bewegt ihr euch eindeutig aufeinander zu, ihr spiegelt ja in der Lenny-Reihe sogar aufeinander. Ihr bewegt euch hier definitiv aufeinander zu. Diese Energie begleitet ja uns jetzt schon mehrere Tage. Die Energie bleibt. So, Mondrune und dann Schuss. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. So, bevor Schuss haben wir noch welche Runenbotschaft, die auf diesem Tag liegt. Und zwar die Othala, der Zauberknoten, verflixt und zugenäht. Hier geht es darum, dass Verflixtes sich auflöst, um sich neu verbinden zu können. Und die Othala ist auch die Rune der Heimat, zu Hause. Da haben wir ja das Haus, ja? Ein gemeinsames Zuhause, eine gemeinsame Basis. Heimat ist dort, wo dein Herz ist. So, das gibt auch die Überschrift von der heutigen Tagesenergie. Ich wünsche euch einen zauberschönen Tag. Heute ist Donnerstag. Heute Abend hört ihr noch von mir in der Dorfkneipe. Freue mich über liebe Kommentare und wenn ihr mir ein Abo dalasst und wenn ihr meine Videos teilt. Bis dahin, dicken Kuss. Bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.